Freunde, wir sind unterwegs zu einem gigantischen Lost Place. Ja, hier in Nordfrankreich. Und das ist ein altes Kasernengelände. Das muss so richtig gigantisch groß sein. Ganz tolle Sachen müssen da zu finden sein. Mit Häusern, mit allem Zip und Zap. Vor mir fährt der Stefan von Let's Urbex. Fast neun Finger Felix. Hier ist das Kind. Schauen wir mal. Freunde, bleibt dabei. Es kann nur spannend werden. Was? Was denn? Park vom Boden. Der Stefan ist völlig aufgeregt. Ja, richtig. Tschakka! Ich brauche nämlich meinen Kaffee. Wenn wir was hören, dann, ach, guck mal, wie hier die Tore offen sind. Halleluja, ey. Also noch einladender geht das ja schon gar nicht mehr. Na. Ah, guck jetzt mal, direkt hier schon mal, wie krass geil das aussieht, wie das da eingewachsen ist, ey. Hier vorne, oh, in der Wiese sind frische Reifenspuren. Deswegen habe ich gesagt, komm, lass uns erstmal hier die Biege machen. Guck mal hier, was das für ein großes Haus ist. Das sieht doch schon mal richtig geil aus. Das Teil erinnert mich irgendwie voll an Belitz. Stehen überall Autos? Nee, hör auf. Was, Autos? Wo stehen Autos? Also die Autos sind zu Übungszwecken hier auf dem ganzen Gelände. Da steht so eine Kiste. Ah, diese Container, da hinten stehen noch mehr. Da ist, glaube ich, eine interessante Ecke dahin. Das war dahin, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil hier ist ja, das ist einfach Rohbau. Ja. Aber trotzdem waren vor kurzem welche hier mit den Autos drauf. Weil die Spuren, die sind ja nicht so alt. Oder? Ja, ich glaube schon. Das kann sein, dass die vor kurzem hier waren und mit den Kisten hier wirklich dann hier so rumheizen und weiß ich nicht, da Überfall spielen. Keiner. Man weiß es ja nicht. Also über das Gelände plästern und dann so mit so, ja. Absolut Apokalypse, so Walking Dead. Die Autos stehen da rum, alles zerschossen, kaputt hier. Und ach, mega. Da oben sind die Beißer auf dem Turm. Das sieht so Apokalypse aus, ey. Hammer. Mega, mega, mega. Eine ganz geile Anlage, ihr seht ja hier mit diesen, ja, Lost Autos, ja, Lost Atmosphäre hier, Lost Stefan, Lost Felix. Aber sowas von megantisch geil. Es wird jetzt noch genutzt, ab und zu mal, als Trainingscamp. Und ja, wir wollen jetzt gleich noch auf den Wasserturm da oben drauf. Das ist noch so ein cooles Ding. Gehen dann bestimmt gleich noch mal, wenn es ein bisschen dunkler wird, noch mal hier da vorne die Häuschen da hinter uns ab. Und gucken, was uns da noch so erwartet. Alter. Die Räume, die sind schon echt richtig zerschossen, richtig kaputt. Ist Rohbau, aber geiler Rohbau. Ja, Freunde, jetzt kommt das große. Ich weiß gar nicht, ob ich da hochgehen kann. Ich guck mal. Wow. Oh Mann. Jetzt guckt euch das an hier.
Ja, das ist nicht schwierig. Scheiße, jetzt fängt schon an, Scheiße zu werden. Ne? Müsstest du jetzt da unten leuchten, sag mal. Sorry, check trotzdem was. Ja, ich sehe jetzt die Höhe da unten. Ne? Oh, Scheiße. Soll ich leuchten? Alter. Ey, ist da schon was oben? Ja, aber ich muss auch nochmal runter, ey. Scheiße. Ich kann euch einmal leuchten, wie das hier aussieht. Ich meine, ihr werdet auf den anderen Kanälen mehr sehen, aber das ist mir wurscht. Ich bin schon wieder stocksteif hier, ey. Scheiße. Oh, ich gehe am besten jetzt hier vorsichtig rückwärts runter, ey. Okay. Ja, für dich ist das ein Ich glaube, hier sind noch nicht viele Leute hergegangen, ne? Wenn das wirklich da jetzt ein Bunker sein sollte. Alter. Der Weg war selbst für Tiere, haben die gesagt, nee. Das ist so scheiße hier, selbst da laufen wir auch nicht her. Nein, durch die Dornen. So wollen wir, haben den Weg gefunden. Ja, jetzt kann er nur noch aufwärts gehen. Alter Schwede. Guck mal hier mit Schienen. Aber das ist zu. Ja, das ist Bombe zu. Was ein Tor, ey. Alter, ist schon alles durchgerostet. Da gibt es einen zweiten Zugang, 100 Pro. Wer weiß, wo der versteckt ist hier in dem Wald. Aber dieses ganze Konstrukt, das sieht so geil aus. Hier auch zu. Ah, warte mal. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Ja, aber keins für Menschen. Da würde die Hüfte brechen. Alter. Mal durch, glaube ich. Ich passe da nicht durch, das weiß ich. Also ich nicht. Der Stefan vielleicht oder du vielleicht, du passt da durch. Nein, also ich also. Nee, das sieht aber gefährlich aus da vorne. Ja. Und die Arme lässt du aber auf unserer Seite. Da passt er drauf. Wieso? Soll da durchpassen? Also mit Jacke wird das, glaube ich, extrem. Ich passe da nicht durch. Nein, steigen. Das war ja nur ein Scherz. Oder? Ich passe da wirklich nicht durch. Also. Nee, das wird nix. Wenn du die Arme durchstreckst, vielleicht. So. Und wir schieben dich durch. So. Hau dich durch. Ja. Ich will nichts, du jetzt. Probleme, ne? Passt da durch. Glaubst du das? Ich glaube, das würde ich schaffen. Echt? Hm? Ja, mach. Kannst ja versuchen, aber zur Not hauen wir dich da raus. Ne, wieder. Ja. Die Mauern wieder zu. Nein, also wenn du meinst. Da ist aber auch schon seit Jahren ein Mann drin, der nicht mehr rauskommt. Das kann sein, ne? Und der wird mich noch angreifen. genauso die gleichen Gedanken haben wir auch immer. Genau, da gibt's genau. Willst du auch probieren? Kann ich auch machen. Ja? Ich glaube, du passt von der Statur her nicht durch. Meinst du nicht? Nee, ich glaube nicht. Stefan, nimm die Mütze ab, dann hast du mehr Spielraum. Passt nicht durch. Nein. Warum nicht? Ah, der passt nicht durch. Genau, lass alles draußen, kein Handy, nichts mitnehmen. Das wird aber auch für dich knapp, glaube ich. Naja. Das ist ein bisschen schlanker, ne? Wer ist schlanker? Ja, der Felix, der passt auch nicht. Du also kannst. Sag mal, wenn ich jetzt so liegen würde. Ja, dann das könnte heißt, man nicht so. Wenn mich jetzt genau. Leute so.
Dann ja, aber du kannst jetzt das Bein nicht reinziehen, so dann ist das schon. Ja, genau. Genau. Du kannst das Bein nicht reinziehen. Frag den Typ mal, der da drin ist, ob der dich reinziehen kann. Hallo? Der kommt ja voll auf dich zugerannt so. Can you pull my hat into the hole? Vielleicht werde ich nur noch kaputt und sehe nur noch die Beine hier hin. Ja, 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 ja. Wir können wieder zum Auto. Felix ist drin. Ja, Freunde, ihr seht schon, das ist hier eine spaßige Runde. Ne? Und, aber wir haben bis jetzt. Also, das war der zweite Point jetzt. Ne? Wieso kommt man da den Fall? Wen einen fiesen Schweif macht jetzt hier. Einen weiteren Walk durch den Wald, Freunde, bleibt dabei. Das wird spannend. Wir sind noch nicht am Ende. Ich meine, wir schon, aber das Video noch nicht. Es bleibt weiterhin spannend, definitiv. Das ist auch noch sowas am Schlau. Ja, aber da ist doch auch wieder so schmal, ey. Nee, besser als hinten weiter. Ja. Und da sind wir genau da. Da sind die Platten weg. Da sind schon andere Leute schon gesehen. Da passe ich auch nicht durch. Ach, schnall nicht. Ja, ja, das ist genau. Ah, hier geht's abwärts. Alles klar. Oh, Sport. Ich weiß nicht, ob guck dir diese fette Tür an, ne? Mal gucken, wie weit. Oh. Oh. Oh Scheiße. Weil das wirklich rumhält. Ach du Kacke, da bewegt sich immer so. Ne, kannst vergessen. Das Ding so drauf, ne? Ja. Aber wenn du hier rum bist, ein Schritt, zwei Schritt. Nee, kannst du, also für mich kannst du knicken. Hä? Ja, es ist. Ihr könnt ruhig gehen, also das ist. Kann hier nicht mal so auf allen Vieren daher hängen. Also ich habe immer, da vorne kannst du halt easy aufs Holzbrett. Da. Ja. Dann bin ich auf die. Zwischenschnitt. Und dann quasi, dass der hinterste Fuß, der äußere ist, dann der hier ganz rum geht. Und quasi 1, 2, 3. Oh, was eine Scheiße, das geht mir so auf den Nerven mit dieser scheiß Höhenangst, ey. Alter, mach mal den Hampel, Mann, wie so ein Blöden, ey. Boah. Also hier würde ich jetzt nicht mit in das Brett treten, sondern wie geht denn da weiter? Hier ist es einfach wieder, einfacher. Nur kurz halt mal mit fest. Ja, perfekt. Und dann muss ich auch noch rüber. Das ist aber einfach dagegen. Das sieht schlimmer aus, aber das ist einfacher. Ich kann es direkt nur auf die Strebe gehen. Dieses. Dann mit zwei Schritten. Ich wiege ein paar Kilo mehr als du. Das darfst du nicht vergessen, ne? Schnell, Schritt. Zack, und rüber. Zack, ich bin 40 Jahre gealtert, ey. Das heißt, ich bin jetzt 65. Sehr geil. Was eine kranke Scheiße. Oh, hier noch so eine fette Türe, ey. Hier ist erstmal nur durch so wahnsinnige Schleusen hier durch, ey. Ich mach die mal ein bisschen weiter auf, ey. Guck dir dann, die wurden alle mechanisch verschlossen, die Türen, ey. Locker 6, 6, 7 Etagen geht das runter. Das sind locker 2,50, 3, 38 Meter geht das. Ja, ich hoffe, ich
Aber überall diese Lautsprecher. Überall hast du eine Durchsage gehört. Ja, wie in den Sicherheitsräumen. Ja, da, hier oben saß der Fregel, der alles gemanagt hat in dem Bereich hier. Der hat alles freigeschaltet, rein, rausgelassen, brauchst Passierschein. Und dann konnte es ihn, wer weiß, was uns da unten erwartet, ey. Wenn du jetzt in jeder Etage hier so lang laufen kannst, dann sind wir wieder 8 Wochen da. Ich glaube, das ist eine Zwischenetage. Ja, das kann sein, weil die auch so eine kleine Türe nur hat. Das ist nur Technik. Ja, Technik. Lüftung. Elektrologen, Lüftung, genau. Oh, das ist so geiler Scheiß. Service. Danger. Danger ist immer gut, ey. Was? Hier ist unten? Ja. Das hat gerade da oben geschippert. Ja, das weiß ich nicht. Kam von oben. Ich mach da immer die Tür zu. Ja, man wird. Oh, Alter, das ist irgendwie schäbig. Wow. Wenn man die Tür zu machen, dann hat man ja mal geprüft, ob man die überhaupt bewegen kann. Die waren ganz große nicht mehr. Nee, die habe ich gecheckt. Hier ist Endstation. Ja. Ach du je. Ach du Scheiße. Irgendwie war hier eine große Hauptversorgung. Guck dir mal die Dinger an. Ja. Hier war eine richtig große Hauptversorgungsanlage für, ja, vielleicht für den Megabunker, für den großen da hinten bestimmt. Wo wir nicht, ja. Wo die Türen dazu geschwatzt. Ja. Das war mit Sicherheit irgendwie so eine Hauptversorgung. Geht da hinten noch alles weiter. Ey, bis wohin geht das? Die Rohre, die gehen nicht zu dem Hauptbunker, wo wir vorhin waren. Also da hinten war, glaube ich, der Brandherd. Kann das sein, dass er da hinten so richtig gescheppert und gebrannt hat, weil hier auch alles so runtergekommen ist, die ganzen Rohre da? Ja, Freunde der Nacht, also... Ja, das ist also ein Bunker, der Versorgungsbunker, da hinten geht's weiter. Da geht es nochmal endlose Meter weiter. Also, krass, oder? Ja, man steht hier wie, weiß ich nicht, ey. Stell dir mal kurz vor, dass wir vor gefühlt einer Stunde die Sonne erst nicht mehr gegangen ist. Ja. Und hier oben noch an diesem Turm waren und so. Ja. Und jetzt sind wir hier wieder im Fall. Ja. Immer noch im gleichen Weg, da war schon wieder ganz zu fassen. Das ist tatsächlich ein Kinderwagen. Sind die Gleise gewesen? Für so kleine Loren oder was weiß ich für. Ja, ja, tatsächlich. Tatsache, hier sind irgendwelche Loren drin. Alter. Ey. Na gut für die Wege, ne? Was steht denn? Ja, ich glaube, da hinten steht noch irgendwie was. Alter, da guckt, das geht da noch riesig weiter, ne? Ich geh nochmal hier an die Tür hier gucken. Guck dir das an. Wie weit geht das da noch rein? Hallo? Ich hol dir mal zurück, Alter, und rennt los. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall uns an die Oberfläche begeben. Ja, pass auf. Aber das Gute ist, man merkt die frische Luft. Ja. Eine Akt der Verzweiflung.
ein Abenteuer, oder? Alter. Schade, hätte das nicht so gebrannt, dann hätte man vielleicht noch weiter reingehen können. Ja. Ja, aber das ist da merkst du den Unterschied, die Luft da unten und jetzt die Luft hier draußen. Ja, auf jeden Fall. Boah. Also die Luft da unten war halt echt so ein Thema, warum ich mir auch gedacht habe, lass mal irgendwann mal wieder umgehen. Ja. Ne? Weil da durch den Brand noch dazu, du hast schon recht. Ne? Das ist so gefährlich. Vor allem, weil da unten der Brandherd ja wahrscheinlich war und das muss ja auch ewig da drin gestanden haben. Der Qualm, da kriegst du ja gar nicht mehr raus. Naja. Ja, jetzt haben wir uns aber ein Schnittchen verdient, ey. Boah.